Der heutige Tag hat nach meiner Auffassung besonders gut gezeigt, wie tiefgehend die Probleme derzeit sind. Kryptowährungen, Evergrande, die Nachrichtenlage lässt tief blicken. Und wir wollen uns diese Nachrichtenlage mal anschauen. Heute Vormittag die Meldung der People's Bank of China, Chinas Notenbank, die nochmal klar gemacht hat, also wir wollen hier die Tür zuschlagen in Sachen Kryptowährungen. Vor allem dürfen ausländische Anbieter nicht für Chinesen Kryptohandel anbieten. Warum passiert all das? Warum will man hier die Tür zumachen, obwohl die Meldung offenkundig schon eigentlich vom 15. September war, aber es ist noch mal ein bisschen verschärft worden, vor allem was die Handelbarkeit von Kryptowährungen für Chinesen betrifft. Warum passiert das alles? Nach meiner Auffassung vorwiegend aus dem Grund, dass das natürlich für Chinesen eine hervorragende Möglichkeit ist, Kapital irgendwo zu parken, in sicherzustellen, ins Ausland zu packen, um sozusagen nicht dem Regime hier zu unterliegen und dem Zugriffsrecht des Regimes hier ausgesetzt zu sein. Apropos Zugriffsrechts, der Chef, ehemalige Chef von HNA Group, das war ein riesiges Konglomerat, Flughäfen, Hotels, Reisen, ganz große Firma. Philipp Rösler, der FDP-Politiker, war eine Zeit lang Präsident der HNA-Stiftung, by the way. Jedenfalls hat man hier den Chef, ehemaligen Chef, jetzt verhaften lassen, weil er angeblich in kriminelle Dinge verstrickt ist. Und das dürfte für doch einige chinesische Firmen gelten, wahrscheinlich auch für Evergrande, dass da die Sachen nicht mehr ganz koscher sind. Aber die zweite Motivation könnte sein, dass auch China derzeit massive Probleme hat mit Strom, denn man hat in einigen Regionen jetzt Stromrationierungen angeordnet, weil man praktisch zu wenig Elektrizität hat derzeit. Man versucht jetzt die Carbonemissionen zu reduzieren, das versucht China ja, obwohl man neue Kohlekraftwerke ja kürzlich nochmal genehmigt hat. Also wir sehen, das ist natürlich auch ein Faktor, der Stromverbrauch von Bitcoin, etwa ein Sechstel des deutschen Stromverbrauchs, das dürfte dann schon durchaus auch ein Argument sein, aber ich denke, das Kapitalfluchtargument ist das Entscheidende. Apropos Energiekosten, Öl jetzt Brent Crude mit dem höchsten Stand seit 2018, Crude Oil, das amerikanische Crude Oil, auf 73 Dollar heute gestiegen. Und dann die Nachrichtenlage um Evergrande, nicht gerade wirklich beruhigend. Hier die Evergrande New Energy Vehicle Group, eine Untergruppe im Prinzip von Evergrande, hat gesagt, ja, also wir werden wahrscheinlich nicht in der Lage sein, unsere finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen. Da ist unsicher, ob wir hier überhaupt die liquiden Mittel haben werden, und wir haben einen serious shortage of funds, wir haben schlichtweg zu wenig Geld. Das ist eine erfreulich ehrliche Mitteilung, meine Damen und Herren. Und die Gläubiger warten nach wie vor bislang von Evergrande insgesamt nach wie vor auf ihre Zahlungen. Und warum das so ist, das sehen wir in dieser Meldung. Es ist schlichtweg so, dass Chinas Regulatoren jetzt erstmal sicherstellen wollen, dass das, was an Geld bei Evergrande noch da ist, dazu genutzt wird, die Wohnungen, die Hochhäuser fertig zu bauen, die ja von vielen Chinesen schon mit Vorkasse bezahlt worden sind, und nicht dafür ausgegeben werden, noch die vorhandenen Mittel eben um Gläubiger zu bezahlen. Und das ist eine nicht wirklich gute Nachricht für die Gläubiger. Jens Erhardt sagt, die Auswirkungen dieser ganzen Krise in China werden deutlich unterschätzt. Dazu gleich mehr. Wir haben jetzt auch Nachrichten, die klar sind in Sachen Sales of Residential Land, also Bauland, das ja oft von Lokalverwaltungen dann versteigert und verkauft wird. Hier sehen wir, dass diese Verkäufe in 351 beobachteten Städten um 59% zurückgegangen sind gegenüber dem Vorjahresmonat. Man versucht offenkundig auch das Angebot seitens der Lokalverwaltungen an Bauland ein bisschen zu verknappen, damit die Preise nicht so richtig runtergehen. Aber Citigroup sagt also, die Immobilienpreise werden in China fallen, egal was mit Evergrande passiert. Also wir müssen diese ganze Evergrande-Thematik jetzt mal jenseits nur dieser Firma sehen, sondern den größeren Zusammenhang sehen. Es ist eine gigantische Immobilienblase, die letztendlich den Wohlstand der Chinesen garantiert hat und letztendlich auch unseren Wohlstand garantiert hat. Jetzt muss man versuchen, diese Blase kontrolliert irgendwie runterzufahren. Das wird nicht gelingen,
Das kann eigentlich gar nicht gelingen. Wie soll das gelingen? Das muss man sich fragen. Jedenfalls dürften die Hauspreise fallen und damit auch letztendlich der Wohlstand der Chinesen nach unten gehen. Und vergessen wir nicht die Immobilienblase in China. Die Nachfrage, die da erzeugt wurde nach Rohstoffen, nach Maschinen, die hat auch den Westen mit nach oben gezogen aus der Finanzkrise. Aber kommen wir jetzt mal zwischenzeitlich zu den Märkten. Die US-Aktienmärkte waren zwischenzeitlich auf Future-Basis im Minus, hat man dann im Kassahandel wieder aufgeholt, aber wenig Veränderung zum Vortag insgesamt. Die auffallendste Geschichte sind derzeit die Renditen, die 10-jährige US-Staatsanleihe etwa mit dem größten Anstieg, Zweitagesanstieg seit März. Und hier die Zentralbanken scheinen jetzt synchronisiert vorzugehen. Man wettet inzwischen darauf, dass die Bank of England wohl die erste sein wird, die die Zinsen anheben wird. Jedenfalls sehen wir, dass auch in UK die Renditen deutlich nach oben gehen, höchster Stand seit 2019. Also es ist ein breites Phänomen, auch die deutsche Bundesanleihe. Da steigt die Rendite und das hat auch eine Fed-Speakerin heute nochmal klar gemacht. Inflation somewhat above 2% over next couple of years. Oops. Das könnte also bedeuten, dass die Inflation doch ein bisschen dauerhafter ist und das ist nicht praktisch konsistent mit unseren Zielen. Wenn die Inflation dauerhaft höher ist, werden wir etwas tun. Naja, schauen wir mal, ob sie es dann tun. Und man wolle, so hat es Mester heute gesagt, vermeiden, dass die Inflationserwartungen über 2% dauerhaft steigen, na dann viel Erfolg. Jetzt aber, was macht die EZB? Die EZB alleine zu Hause, so könnte man jetzt hier titeln. Die EZB ist noch viel dovischer als eben etwa die Bank of England oder eben die Fed, die sind schon ganz anders unterwegs. Da überlegt man, ja, werden wir PEP verlängern. Aber man kommt jetzt so ein bisschen unter Druck. Und wir sehen natürlich, dass die EZB-Politik auch hierzulande zu Asset Price Inflation geführt hat. Immobilien jetzt mit dem stärksten Anstieg seit mindestens 21 Jahren. Und dann haben wir noch Marcello Fraccherino, der sagt, also die EZB hat seit 1999 eine geringere Inflation und stabilere Preise geliefert, als wir unter der D-Mark in den 40 Jahren davor hatten. Der Marcello ist schon geil. Nun, diese 40 Jahre, die davor, die waren auch eine andere Zeit. Das war die Zeit der Globalisierung. Da wurde Produktion eben in andere Länder verlegt. Da war Aufschwung lange Zeit der Fall. Dementsprechend hat man eben auch aufgrund der steigenden Nachfrage teilweise Inflationsraten gehabt. Und während wir jetzt ja seit es die EZB im Grunde gibt, seit die das Zepter übernommen hat, ja letztendlich eine deflationäre Periode hatten wegen der Deglobalisierung, respektive den deflationären Tendenzen durch die Globalisierung, die hier der Fall waren. Und jetzt stehen wir aber möglicherweise vor einer Deglobalisierung und das ist das große Problem. Marcello Fraccherino weiter, kein Grund also für Misstrauen, sondern für Respekt und Anerkennung einer erfolgreichen Geldpolitik in schwierigen Zeiten. Der Marcello muss jetzt gleich mal zur Alkoholkontrolle, wie wir hier sehen. Jetzt hat er sich schon eine neue Frisur zugelegt. Kommen wir nochmal jetzt zur Thematik Aktienmärkte. Wir sehen, dass etwa aus US-Aktien jetzt sehr viel Geld ausgeflossen ist. Rausgezogen wurde etwa aus Equity Funds so viel, nämlich 28,6 Milliarden Dollar, wie seit längerer Zeit nicht mehr. Seit vielen Jahren, seit 3 Jahren genauer gesagt, wie Lisa Abramowitsch hier zeigt. Aber JP Morgan ist extrem bullish und sagt, ja, okay, also die Wachstumsraten, die haben sich ein bisschen verlangsamt global gesehen und die Inflation könnte höher sein und länger höher sein als erwartet. Wir haben das eskalierende regulatorische Risiko in China, aber die Kreditmärkte, Credit Markets, die waren also resilient, die waren praktisch widerstandsfähig und deswegen erhöhen wir unser Kursziel für den S&P 500 auf 5000, das ist eine stringente Argumentation, meine Damen und Herren. Ja, aber was ist mit den Margen? Das ist das große Problem. Lieferkettenprobleme, steigende Kosten, Arbeitskräftemangel, all das gestern nachbörslich in den Zahlen von Nike präsent gewesen. Praktisch eine Gewinnwarnung, die man hier gegeben hat. Wir haben gestiegene Kosten, wir haben höhere Löhne, die wir zahlen müssen, Arbeitskräftemangel etc. Dieser ganze Rattenschwanz, der wirkt sich jetzt eben schon
im dritten Quartal aus und dürfte sich dann noch im vierten Quartal verschärfen. Das ist sozusagen der Lackmustest jetzt für die Märkte. Ist es denen egal in Sachen Bewertung, wenn jetzt dann faktisch Gewinnwarnungen entstehen? Costco, ganz großer amerikanischer Konzern, auch hat jetzt gesagt, also wir werden hier die Preise erhöhen müssen, anheben müssen für die Konsumenten, weil wir schlichtweg eben deutlich höhere Kosten haben. Jetzt hat man hier zum Beispiel auch Toilet Paper und Paper Towels begrenzt. Also man bietet davon nicht mehr so viel an, weil man eben schlichtweg nicht so viel hat davon aufgrund von Lieferkettenproblemen. Es wird immer absurder. Und unter diesen Lieferengpässen leidet auch die deutsche Wirtschaft, heute der IFO-Index deutlich schwächer. Man spricht da seitens des IFO von einer Flaschenhalsrezession, auch ein schöner Begriff, Bottleneck Recession könnte man vielleicht auf Englisch dann formulieren. Aber gehen wir nochmal zurück zur Fed. Hier sagt Mr. Siegel, der Jeremy Siegel, der in den USA eine Institution ist, so eine Art Costolani der Amerikaner, wenn man so will, der hat gesagt, also ich sehe das große Risiko, dass die Fed also völlig hinter der Kurve ist, dass die Inflation dann doch deutlich höher ist und dann die Fed das Tapering beschleunigen muss, also schneller damit fertig sein will mit diesen Anleihekäufen. Heute hat Paul gesagt, er hat nicht viel zur Geldpolitik gesagt, aber er hat eines gesagt in seiner Rede heute, wir haben noch nie solche Art von Supply Chain Issues gesehen, also von Lieferkettenproblemen. Das sei singulär. Man merkt also, man wird da ein bisschen unsicher bei den Notenbanken. Ich hatte das kürzlich ja schon thematisiert. Und jetzt warnen Metallfirmen, also die Metalle fördern, die sagen, Leute, also hier diese Probleme, Energieprobleme, Strompreiseskalationen, die wir hier sehen, die könnten dazu führen, dass diese ganze Bewegung in Richtung Grün, die ja durch die Europäische Kommission, durch die EZB praktisch exekutiert werden soll, dass das alles nicht so gelingt, dass das nicht mehr gehen kann. Das finde ich eine sehr interessante Aussage hier seitens der Förderer von Metallen. Jetzt haben wir die Bundestagswahl ja vor der Brust, meine Damen und Herren, jetzt am Wochenende. Jetzt ein Bericht hier von Reuters, der sagt, viele deutsche Millionäre haben ihr Geld jetzt noch schnell in die Schweiz gepackt, weil sie Angst haben, dass etwa die Linke und die Sozialdemokraten und die Grünen eine Koalition machen, also Rot-Rot-Grün. Im DAX vor der Bundestagswahl nochmal schnell Short gehen. Naja, das könnte auch ganz anders laufen. Nach einer neuen Allensbach-Umfrage ist es so, dass die CDU jetzt doch wieder sehr eng an die SPD heranrückt. Also es ist schwer, auch diese Meinungsforschungsinstitute haben einen gewissen Bias, immer eine gewisse Tendenz. Aber es ist eins wohl klar, es dürfte sehr knapp werden. Man darf gespannt sein, wie der DAX das am Montag verarbeiten wird. Und zum Abschied, meine Damen und Herren, nochmal den Hinweis auf Jens Erhardt, finde ich, sehr gute Aussagen zu all diesen Themen, die hier heute vorgekommen sind. In meinem Video Lieferkettenprobleme, Inflation, Gewinnwarnungen und eben Evergrande, da hat Jens Erhardt eine etwas abweichende Meinung vom Mainstream. Er sieht das auch nicht als Lehman-Moment und der Vergleich mit Lehman ist einfach auch vielleicht Quatsch. Lehman hat sozusagen ja etwas ausgelöst, was hier nicht der Fall ist, weil schlichtweg Evergrande nicht so vernetzt ist, könnte man sagen. Aber das Problem, der chinesische Immobilienmarkt, ist eben ein größeres Problem als damals der amerikanische Immobilienmarkt. Da sehe ich sozusagen eine Art Lehman-Moment, das vielleicht nur zum Abschluss, bevor ich Sie ins Wochenende entlasse. Ich werde den Link zu diesem Artikel, wo das Video eingebettet ist, unter das Video packen. Sie haben sicherlich Zeit am Wochenende, bevor Sie zur Wahl gehen, sich das anzuschauen. Also wir sehen uns hoffentlich am Montag wieder. Ich bin gespannt, wie dann die Lage der Märkte und insgesamt ist. Wir sehen uns bis dann. Servus, ciao.